suche ja immer nach Sponsoren. Das ist natürlich eine mühselige Sache. Und ich habe jetzt dann auch mal gedacht, die Hundekot-Typen-Produzenten könnten wir doch eigentlich auch mal. Aber man muss ja was in Vorleistung gehen. Dachte ich aber, Vorleistung ist Arbeit, also nur eine kleine Vorleistung habe ich dann gemacht. Darum einen kurzen Text, mit dem ich die Hundekot-Typen-Produzenten unter euch ansprechen möchte. Und ja, wegen Vers könnte man auf so einer Hundekot-Tüte gut platzieren. Der Rüde. Der Rüde kackt am Nachmittag, eben weil er kacken mag. Zuvor gab es Futter und beim Päuschen entstand sodann ein schönes Häufchen. Geschmeidig weich die Konsistenz und auch die Masse ist immens. Kein Beifall? Ist ja Marketing. Der nächste Tag handelt von den Stunden, von denen die Birte immer sagt, der Morgen ist nicht meine Jahreszeit. Und geht um eine Fliege. Die Fliege. In den frühen Morgenstunden dreht sie jetzt schon erste Runden. Ein wenig unentschlossen, träge, etwas planlos fliegt die Fliege. So geht es kreuz und quer durchs Zimmer, noch im ersten Tagesschimmer gewahrt sie, unsere kleine Fliege, zwei Füße, die wohl ziemlich müde. Lugen heraus unter der Decke, die ja eigentlich zum Zwecke des Bewärmens dienen kann. Doch kommt sie nicht ganz unten an. Und so umkreist nun in der Früh die Fliege einen großen Zeh, erst den einen, dann den anderen, so lässt sich trefflich rummeandern. Auf einem lässt sie sich kurz nieder, dreht dann eine Runde wieder, weiter fliegen leises Summen, aus dem Kissen dringt ein Brummen. So ein Raunen tief im Daunen, da muss die kleine Fliege staunen, erhebt sich flugs und schaut mal nach, woher kommt wohl dieser Krach? Der dröhnt her vom anderen Ende, hochgeflogen, kurze Wende, eine Nase anvisiert, und dann ist es auch schon passiert. Eine Hand wischt just mit Schwung durch die Luft, Fliege im Sprung, sucht das Weite, findet's auch. Doch landet's unsanft auf dem Bauch. Und so fliegt in frühen Stunden unsere Fliege ihre Runden, ohne Eile, ohne Hast. Doch jetzt weiß sie, aufgepasst.